Ladies and Gentlemen, willkommen zu einer ganz kurzen X-Defined News-Information. Es geht zum einen darum, wie katastrophal wohl der Start der Beta jetzt losging. Es geht aber hauptsächlich darum, wenn ihr unter den Leuten seid, die das Spiel partout nicht zum Laufen bekommen, gerade für die Konsolenspieler, habe ich einen kleinen Tipp für euch. Oder ich habe vielleicht zwei Tipps für euch, woran das liegen könnte. Es gibt einen ganz großen Hauptgrund. Ich habe gerade, ich glaube, um die 3 Stunden gestreamt und die Frage kam wirklich fast von jedem zweiten, dritten neuen Zuschauer und ich habe eine ganz simple Lösung. Und für die PC-Spieler, die Steam nutzen, habe ich jetzt von einem PC-Spieler Sam Truxen, wenn du noch dieses Video schaust, danke an diesen Tipp, oder nicht an diesen Tipp, für diesen Tipp. Er meinte, dass das über Steam direkt nicht geht zum Beispiel, sondern man braucht die Ubisoft-App Connect oder Ubisoft Connect App. Ich habe den Chat vom Twitch-Stream noch offen, da steht das gerade noch drin, deswegen kann ich das ablesen, sonst hätte ich das wahrscheinlich schon wieder vergessen. Es gibt aber einen simplen Grund, wenn ihr zum Beispiel wie ich habe vor einiger Zeit darüber gesprochen, Preload, und dann war das denn nicht vermeintlich der Preload, sondern die Beta, die zur Vollversion wurde. Und dieses Icon von diesem Preload, was die Vollversion ist, sieht so aus, wie ihr das jetzt hier in meinem Store seht. Und jetzt zeige ich euch, wie die Version aussehen muss. Nämlich so. Ihr habt einfach die falsche Version drauf für alle. Der andere Tipp wäre, Moment, ich zeige euch gleich, wie ihr das findet. Die andere Alternative ist, falls das nicht funktioniert, schaut einfach mal, ob ihr tatsächlich, es gibt nämlich den einen oder anderen, der am Stream dabei war, er hatte einfach keine PS Plus Mitgliedschaft. Du brauchst PS Plus Mitgliedschaft. Mensch, schon wieder Wortfindungsstörung. Also, ihr braucht eine extra X-Defined Beta Testversion und die findet ihr ganz einfach und ihr müsst vorher am besten, also so habe ich es am Freitag gemacht, ich habe es selber so gefunden, ich habe es nirgendwo so gelesen und es war eigentlich fast klar, ich habe einfach die Vollversion rausgelöscht, hier auf Löschen gegangen, raus, bin dann einfach hier drauf und habe X-Defined gesucht. Wenn du hier dann eingibst X-Defined, erscheint das auch sofort und ganz wichtig, stellt euch mal vor, ihr habt es jetzt nicht runtergeladen, dann steht nämlich hier nicht Beta spielen, geht unbedingt auf diese 3 Punkte. Und wenn ihr auf die 3 Punkte geht, steht da Version auswählen. Und dort kommt dann X-Defined Server Test Session. Und nicht dieser Download. Ganz wichtig, dann funktioniert es nicht. Dann kommt bei euch wahrscheinlich der Code Mike01 oder wie der heißt. Und dann funktioniert es nicht. Das war der Code, der bei mir so war. Und tatsächlich war das das größte Problem, warum es nicht geht. Das zweite Problem, ihr habt vielleicht einfach keine PS Plus Mitgliedschaft. Sorry fürs Stottern, ich bin noch völlig... Der Stream war ganz geil, das Spiel macht Bock. Und ich habe gehört, ich habe es auch gelesen, ich kann es aber nicht beurteilen. Schreibt mal bitte in die Kommentare. Stand jetzt, wir haben jetzt 22.30 Uhr am 20. April. Wenn ihr um diesen Zeitpunkt so plus minus ein paar Stunden das Game gezockt habt, gebt mir mal ein Feedback, wie lief es bei euch. Ich habe gehört, dass vieles nicht so gut lief bei vielen von euch. Und auch auf X hat man es lesen können. Auf YouTube zerreißen sich die Leute das Maul wahrscheinlich zurecht, wenn man überlegt, ein halbes Jahr zwischen diesem Beta-Test und dem letzten Beta-Test sind jetzt vergangen und dann wird das released und es läuft einfach gar nicht. Man kommt nicht ins Spiel. Gestern Abend habe ich es nämlich auch noch mal kurz versucht und ich kam nicht ins Spiel. Ihr habt es vielleicht bei meinem gestrigen Patch-Note-Video für X-Defined gehört. Aber es kam ein Patch raus und es wurde eine Fraktion, ich weiß jetzt nicht, welche Fraktion das war, die wurde deaktiviert und seitdem scheint es zu laufen. Ich hatte jetzt in den ganzen 3 Stunden, die ich gestreamt habe, nicht ein einziges Mal ein Problem. Ich bin nicht einmal rausgeflogen, keine Lags, keine Probleme. Es hat alles gut funktioniert. Das Einzige, was einfach ein bisschen dauert, dass du deine Settings findest, deine Reaktionskurven für deine Sticks, weil die ersten Runden waren bei mir eine Vollkatastrophe und nachdem ich dann die richtigen Settings für mich entdeckt habe, lief es richtig, richtig gut und ich möchte alle nochmal daran erinnern, dieses Spiel hat eine Chance verdient, weil es gibt einfach kein Skill-Based Matchmaking. Für alle, die einen guten Ersatz für COD finden wollen, gebt dem Spiel eine Chance. Ich sage nicht, dass es vielleicht genauso geil ist, aber es fühlt sich gut an. Die Waffen sind aus dem COD-Universum, man kennt sie. Es gibt die ganz normalen Standardnamen wie AK-47, MP5, MP7. Das heißt nicht irgendwas mit Lachmann oder hast du nicht gesehen. Das sind die Originalwaffen. Die Sounds sind geil, Hitmarker ist geil. Das Movement
Ist okay. Es ist jetzt nichts Weltbewegendes, aber man kann nicht irgendwie nervig an irgendwelchen Wänden lang rennen und sich irgendwo hochgrappeln. Es ist alles ein schönes Boots on the Ground. Das Spiel macht ultra Spaß. Die Beta vor einem halben Jahr habe ich auch schon gespielt, deswegen wusste ich, das Spiel könnte geil werden. Es ist kostenlos. Wenn sie es vor der Wand fahren, ist es leider sehr schade. Ich hoffe, das wird auf jeden Fall ein gutes zweites Standbein für meinen Kanal. Und ich habe dann auch vor, das habe ich der Community jetzt auf Twitch und auf YouTube beim Livestream schon gesagt, ich habe davor auf jeden Fall endlich mal öfter wieder Community Games zu machen. In Apex ist mir das alles zu groß, zu vielfältig. Und hier kannst du einfach für, keine Ahnung, zwei, drei Runden fünf Leute einladen in der Community. Zockst dann eine halbe Stunde, dann schmeißt du die raus, nimmst die nächsten fünf mit. Und das, denke ich, könnte XDefiant wirklich die richtige Lösung sein. Und ohne Skill-Based Matchmaking wird das auch nicht so belasten. Vielleicht habt ihr das mal getestet bei COD. Ich schmücke das Video jetzt noch ein bisschen mit Real Talk aus. Bei COD war nämlich die Problematik. Wenn du mal drei, vier, fünf Freunde in deine Lobby eingeladen hast, kennt ihr das vielleicht aus der Vergangenheit, dann hat das manchmal ewig gedauert, bis ihr eine Lobby gefunden habt, weil das Matchmaking irgendwie greifen muss und dann versuchen die dir auch Gegner zu suchen oder zuzumatchen, die ebenfalls in so einer Vierer-, Fünfer-Lobby unterwegs sind. Und wenn es kein Matchmaking gibt, gibt es auch wahrscheinlich keinen Grund, dass man da so eine Probleme hat. Das muss man natürlich erstmal testen. Ihr wisst auf jeden Fall jetzt Bescheid. Wer das Patch-Note-Video von gestern noch nicht gesehen hat, sollte da vielleicht nochmal einschalten. Am besten bis zum Schluss schauen, da habe ich nämlich noch mal ein paar Eindrücke gesammelt, wobei jetzt ist es ja eigentlich egal, weil jetzt funktioniert es. Aber im Endeffekt zu Ende schauen ist nie verkehrt. Ich halte euch auf dem Laufenden. Ich habe auf jeden Fall noch so ein bisschen die Befürchtung, wenn das jetzt zu lange nachhallt, die Probleme der letzten Stunde, dann befürchte ich leider natürlich auch, dass vielleicht das Spiel doch nochmal verschoben wird. Ich hoffe es nicht, weil im Endeffekt, wenn es wirklich daran liegt, einfach eine Fraktion erstmal für den Release zu deaktivieren, damit es endlich mal rauskommt, dann sollen sie halt einen Day One Patch noch irgendwie rausballern und dann ist endlich Ruhe und wir kriegen endlich dieses Spiel, weil natürlich ist es kein Apex-Ersatz, ist es kein Fortnite-Ersatz oder sonst was für ein Ersatz. Es ist ein reines 6 versus 6. Aber es bietet mal schön Abwechslung, gerade bei Apex, wenn man gerne Team Deathmatch oder keine Ahnung was gespielt hat. Dann macht das Laune und das Spiel hat meiner Meinung nach eine Chance verdient. Gebt dem Spiel eine Chance. Wenn nicht, ist es auch noch so. Es wird auf jeden Fall, wenn sie es nicht völlig vor die Wand fahren, einen festen Platz auf meinem Kanal bekommen. Ich verbleibe mit freundlichen Grüßen, wünsche euch noch ein schönes Restwochenende. Gebt mir ein bisschen Feedback, ob ihr es schon gezockt habt, wie es lief bei euch, auch jetzt gestern vielleicht mit den katastrophalen Serverproblemen und so weiter und so fort. Täte mich auf jeden Fall auch mal interessieren, da lese ich mir das auch alles nochmal in Ruhe durch. Und wenn sich Ubisoft jetzt als letzte Worte noch zu Wort meldet auf X oder sonst irgendwo und sagt, wie es jetzt weitergeht nach dem Servertest, ihr erfahrt es bei mir und da habe ich natürlich auch richtig Bock drauf. Ich verbleibe jetzt letztmalig mit freundlichen Grüßen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.